Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 28. September. Zachäus lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er Jesus sehe. Lukas 19, Vers 4. Was ist denn nur in den Zachäus gefahren, werden seine Bekannten kopfschüttelnd gefragt haben. Der war doch bisher ganz vernünftig. Es ist wahr, nach der Weise der Welt war er sehr vernünftig. Man muss doch mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, erklärte er wohl lachend, wenn ihm ein Tag besonders einträglich die Kasse gefüllt hätte. Und damit wollte er sagen, man darf sich keine Gewissensbisse machen, auch wenn das Geld so verdient ist, dass dabei Gottes Gebote mit Füßen getreten werden. So vernünftig war der Zachäus. Bis es ihm aufging. Mein Leben ist die größte Narrheit. Was helfen denn Geld und Gut, wenn man keinen Frieden mit Gott hat? Er kam sich vor wie ein Fisch, der aufs Trockene geraten ist. Denn er hat auf einmal verstanden, Gott ist unser Lebenselement und ich bin ganz und gar außerhalb dieses Lebenselements. Ich weiß nicht, wieso er auch begriff, dass allein Jesus in solchen Fällen helfen kann. Jedenfalls tat er nun alles Mögliche, was in den Augen der Welt unvernünftig war. Der reiche Mann mischt sich in das Volksgedränge, um Jesus zu sehen. Und als das nicht gelingt, steigt er auf einen Baum. Ich stelle mir vor, wie die Jungen, die schon oben saßen, ihm lachend dabei geholfen haben. Das schien doch sehr unvernünftig zu sein. In Wahrheit aber fing der Zachäus an, endlich klug zu werden. Denn nun stand über seinem Leben die Verheißung, so spricht der Herr, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Herr, lass auch uns wirklich klug werden. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.